Hallo und herzlich willkommen zu Part 3 meiner aktuellen Videoreihe, in der ich euch jeden Donnerstag eine Lernmethode vorstelle, die euer Lernen positiv verändern könnte. Heute möchte ich mit euch über eine Methode sprechen, die leider im deutschsprachigen Raum noch nicht so verbreitet ist. Deswegen gehe ich davon aus, dass viele von euch sie noch nicht kennen werden. Aber ich möchte das unbedingt ändern, denn diese Methode ist unglaublich effektiv und hat mir persönlich immer schon sehr, sehr weitergeholfen. Ihr Name ist Interleaving und was Interleaving eigentlich bedeutet, versuche ich euch jetzt mal daran zu erklären, was Interleaving eigentlich nicht ist. Das, was Interleaving nämlich nicht ist, ist leider immer noch so die häufigste bzw. herkömmlichste Methode, wie in Schulen im Unterricht vorgegangen wird und wie auch die meisten Studierenden in der Klausurvorbereitung vorgehen. Also, es gibt ja unglaublich viele Themen, die im Lehrplan stehen und die man dann am Ende eines Schuljahres bzw. am Ende eines Semesters können muss. Und viele gehen in der Klausurvorbereitung dann logisch so vor, dass sie erstmal Thema A, dann Thema B, dann Thema C lernen. In der Schule läuft es ähnlich, man hangelt sich da meistens am Lehrbuch irgendwie entlang, man widmet mehrere Stunden einem bestimmten Thema, es wird erklärt, man lernt das Konzept kennen und dann muss man zum Beispiel zu Hause Aufgaben dazu lösen, dann geht man zum nächsten Thema über und so weiter. Hauptsächlich machen wir das, weil das natürlich unglaublich leicht ist. Es ist unglaublich leicht, einfach irgendeiner gegebenen Reihenfolge zu folgen, einfach die Themen abzuarbeiten, einen Haken hinterzusetzen und man ist fertig. Das Problem ist nur, diese Reihenfolge, an der wir uns immer entlanghangeln, kommt in Klausuren nicht vor. In Klausuren sind alle Aufgabentypen bzw. alle Themen einfach wild durcheinander gemischt. Wenn wir das vorher nicht genauso auch üben, dann kann es leicht passieren, dass wir in der Klausur irgendwelche Themen miteinander verwechseln bzw. gar nicht erkennen, was wir überhaupt mit einer Aufgabe anfangen sollen, was überhaupt von uns gefragt ist, weil wir gar nicht gelernt haben, einen Aufgabentyp wirklich zu identifizieren und eine Lösung daraus abzuleiten. Und genau bei diesem Problem setzt Interleaving an. Bei Interleaving werden nämlich verschiedene Themen, verschiedene Fächer immer wieder miteinander vermischt, sodass bewusst Verwirrung aufkommt in der Klausurvorbereitung, damit diese Verwirrung in der Klausur selber nicht mehr da ist. Um das mal konkret zu machen, weil ich glaube, das klingt jetzt gerade noch verwirrender, als es eigentlich schon ist, anstatt jetzt zum Beispiel in der Klausurvorbereitung erst Thema A, dann Thema B zu lernen, würde man beispielsweise an einem Tag sowohl A als auch B lernen und am nächsten Tag genau dasselbe wiederholen. Das heißt, man würde sich das Lernen einfach nicht mehr so aufteilen auf verschiedene Tage, sondern man würde versuchen, so viel wie möglich immer durchzumischen. Die Idee dahinter ist, dass Lernen erst dann so wirklich zu 100% effektiv ist, wenn es für uns auch anstrengend ist, beziehungsweise wenn es für uns challenging ist, wenn wir uns wirklich bemühen müssen und das müssen. Wir müssen viel, viel mehr Denkaufwand betreiben, wenn wir tatsächlich Themen miteinander durchmischen, als wenn wir einfach nur immer in der Reihenfolge vorgehen, die wir halt kennen. Nachweisen konnte man das Ganze mittlerweile mit Hilfe mehrerer Studien, die tatsächlich auch sehr vielversprechende Ergebnisse hatten. Man konnte zum Beispiel in einer Studie feststellen, dass Schüler und Schülerinnen, die das Interleaving angewendet haben, 25% besser in Klausuren abschnitten als Leute, die das nicht angewandt haben. Es gibt aber auch noch weitere Vorteile und zwar ist einer davon, dass Leute, die Interleaving betreiben, auch Aufgabentypen viel besser voneinander unterscheiden können. Ich mache das jetzt mal wieder an einem ganz plakativen Beispiel Mathe, weil ich glaube, das kann einfach jeder nachvollziehen. Mathe ist ja so, man hat halt unterschiedliche Themen. Ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel lineare Gleichungssysteme. Und da gibt es verschiedene Verfahren. Keine Sorge, ihr müsst nicht kennen. Ich sag's nur einfach, damit man es versteht, was ich meine. Da gibt es verschiedene Verfahren, wie man eben diese Gleichungssysteme lösen kann. Zum Beispiel das Gauss-Verfahren oder das Additionsverfahren. Und im Unterricht, im Matheunterricht, geht man eben so vor, dass man halt erst das Additionsverfahren lernt. Und dann bekommt man Aufgaben dazu, rechnet immer wieder Aufgaben dazu. Und dann irgendwann macht man das Gauss-Verfahren, rechnet auch irgendwann immer mehr Aufgaben dazu. Aber es wird halt nicht miteinander durchgemischt. Das heißt, immer wenn man diese Aufgaben macht, ist man sich ja im Hinterkopf schon bewusst, okay, ja, ich muss jetzt das Additionsverfahren anwenden. Oder okay, ich muss jetzt das Gauss-Verfahren anwenden. Aber in der Klausur sitze ich da und ich weiß gar nicht mehr, welches Verfahren ich jetzt eigentlich anwenden muss, weil ich ja nie gelernt habe, die zwei zu differenzieren. Und da setzt eben dieses Prinzip des Interleavings an, denn erst durch Interleaving und wenn man es wirklich immer übt, ist man überhaupt in der Lage, verschiedene Aufgabentypen, überhaupt verschiedene Fragetypen, und das geht jetzt nicht nur für Mathe, sondern generell für alle Fächer, voneinander zu unterscheiden. Der zweite Vorteil ist auch die Unterscheidung von Themen bzw. Begriffen allgemein. Also ich glaube, das kennen auch super viele, dass man halt pro Klausur immer so ein bis zwei Themen hat, die irgendwie ähnlich klingen bzw. die man irgendwie leicht verwechselt. Bei mir ist es immer so mit Namen. Also ich muss ja für viele Psychologiemodule immer Theoretiker kennenlernen, die irgendwelche Theorien aufgestellt haben und natürlich auch die Namen dazu parat haben. Und die Theorien an sich, die kenne ich meistens wirklich gut auswendig, die kann ich, aber die Namen verwechsel ich immer. Also ich weiß immer nicht, welcher Theoretiker zu welcher Theorie gehört. So, und das ist erstmal in der Klausurvorbereitung ja gar kein Problem, wenn ich die Themen einfach hintereinander weglerne, weil ich kann dann ja quasi
alles. Aber wenn auf einmal in der Klausur steht, dass ich die passende Theorie zu irgendeinem Theoretiker nennen soll und ich das die ganze Zeit verwechsle, dann bringt mir all das Gelernte nicht, weil ich einfach nicht unterscheiden kann zwischen diesen zwei Begriffen. Und auch da hilft eben dieses Interleaving, weil wenn ich in der Klausurvorbereitung selber das immer wieder durchmische und immer wieder diese Namen auch miteinander vermische, bewusst quasi Verwirrung schaffe, dann lerne ich mit der Zeit einfach, wie ich die zwei auseinanderhalten kann. Ich lerne Charakteristiken irgendwie kennen, ich baue mir vielleicht selber auch irgendeine Eselsbrücke und kann dann halt in der Klausur das viel besser abrufen, als wenn ich das nie vorher geübt habe. So, jetzt ganz viel über die Vorteile geredet. Wie kann man jetzt eigentlich Interleaving praktisch anwenden nach diesem ganzen theoretischen Gelaber? Also, wie ich das Ganze mache, ich kann ja immer nur aus meiner persönlichen Erfahrung reden, ist erstmal dabei anzufangen, dass ich mir meinen Lernplan eben so ein bisschen mithilfe des Interleavings gestalte. Das heißt, anstatt, und das hatte ich am Anfang ja schon erwähnt, jeden einzelnen Tag ein anderes Thema zu lernen, versuche ich wirklich pro Tag mir 3 Lernsessions einzuteilen und wirklich diese Lernsessions auch unterschiedlichen Themen zu widmen. Heißt, entweder in der Klausurvorbereitung lerne ich dann morgens Modul 1, mittags Modul 2, abends Modul 3 oder ich switche innerhalb des Moduls auch die Themen. Das heißt, ich lerne nicht einen ganzen Tag immer nur eine Theorie, sondern ich versuche wirklich verschiedene Theorien pro Lernblock einzuteilen. Was ich auch mache, und das würde ich aber erst unmittelbar vor der Klausur anwenden, ist, dass ich quasi mit dem Zufallsprinzip arbeite, beziehungsweise mich mit dem Zufallsprinzip abfragen lasse. Das geht erst, wenn man die Themen wirklich einigermaßen gut kann. Vorher macht das nicht so viel Sinn. Aber dass ich quasi einfach die Reihenfolgen die ganze Zeit durchswitche. Also ich wirklich ein ganz einfaches Zufallsprinzip, da gibt es sogar irgendwelche Online-Programme, durch die man das jagen kann. Und dann werde ich einfach irgendeine Theorie abgefragt und die muss ich dann abrufen können, anstatt dass ich eigentlich immer nur meinen Ordner durchgehe und immer in meiner gegebenen Reihenfolge drin bleibe. Das Ganze kann man natürlich drehen und wenden und modifizieren, wie man möchte, wie es für einen passt, aber ich glaube, das Prinzip an sich sollte klar sein. Zuletzt noch eine Frage, die garantiert in den Kommentaren vorkommen würde, und zwar die Frage, ob man das eigentlich mit allen Themen und allen Modulen überhaupt machen kann. Die ganz klare Antwort darauf ist jein, denn es gibt Fächer, die sind besser dafür geeignet als andere. Die größten Erfolge können immer mit mathematischen Fächern verzeichnet werden. Das heißt, entweder Mathematik selber oder auch Fächer, die darauf aufbauen, zum Beispiel Physik, VWL, BWL und so weiter. Aber generell auch viele Fächer, die irgendwie Verwechslungsgefahr bzw. verschiedene Theorien haben, also Psychologie eignet sich durchaus. Sprachen eignen sich besonders im Bereich der Grammatik sehr gut, weil es einfach unterschiedliche Zeitformen gibt, die man irgendwie leicht mal verwechseln kann, weil es einfach unterschiedliche Endungen gibt. Und ich würde es generell immer dann empfehlen, wenn man das Gefühl hat, dass man in den Klausuren nicht so wirklich in der Lage ist, zu differenzieren, was eigentlich von einem gewollt ist. Oder wenn man gar nicht versteht, was genau von dem, was man gelernt hat, jetzt eigentlich angewendet werden soll. Immer dann eignet sich Interleaving in der Klausurvorbereitung immer sehr, sehr gut. Wichtig ist halt immer, und das gilt jetzt nicht nur für die Strategie des Interleavings, sondern generell fürs Lernen, für alles, was ich auf diesem Kanal sage, je mehr ihr euch challenget beim Lernen, je mehr ihr wirklich auch mal euch anstrengen müsst, je mehr das Gehirn arbeiten muss, desto effektiver ist es. Klar ist es unangenehm in dem Moment, aber ihr werdet einfach langfristig viel, viel bessere Ergebnisse haben. Deswegen probiert diese Strategie unbedingt mal aus, auch wenn es am Anfang vielleicht schwerer ist als das, was ihr normalerweise gewohnt seid. Das war's auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, ihr konntet wieder irgendwas mitnehmen. Abonniert gerne diesen Kanal für weiteren Content dieser Art. Und dann sehen wir uns schon nächste Woche wieder mit der nächsten Lernmethode. Ciao!